So, warten wir mal, ob sie vielleicht hier noch ein bisschen auffüllen. Und dann schieben wir das Ganze ein bisschen wieder in die Richtung. Ja, genau das meinte ich. Das kleine Fitzelchen. Dann können wir nämlich das Ganze so weit. Ja, sehr schön. Ich denke aber mal, ich kann sie nach der Fuhre dann wieder an den Quarry schicken. Platz haben wir ja jetzt wieder genug. Ach ja, und den da kann ich wegmachen. Fällt mir gerade so auf.
So, der Quarry neigt sich auch langsam dem Ende. Nur noch 3,5 Schichten. Dadurch, dass er ja nicht sonderlich groß ist, geht es auch schneller. Na gut, sonderlich groß ist untertrieben. Er ist so die Hälfte von einem vollen Quarry. So, hier kann ich auch schon mal schieben. Ja, das ist wieder dunkel geworden. So, jetzt ist damit auch die Treppe mal weg. Und wir haben keine Steine, die in der Gegend rumliegen. Okay, das reicht dann doch noch nicht ganz, was ich erhofft hatte. Gut, es reicht auf jeden Fall, was wir an Steinen haben, um hier alles zu füllen. Weil hier brauchen wir noch 1130. ,750. Ja, so 2500. Pi mal Daumen. Großzügig gerechnet. Weil dann als nächstes müssen wir erst den Wald hier oben roden. Brauchen Stockpiles da für die Bretter. Für die Blöcke. Für die Loks. Für die Baumstämme. Und ja, dann können wir. Ein paar noch zu Brettern verarbeiten, dass wir den Stockpile wieder voll kriegen. Dann können wir in Ruhe mal die zweite Ebene angehen.
72 hier und wie weit sind wir hier? 35 noch. Also knapp die Hälfte. Jetzt können wir die aber wieder an den Query schicken. Das, was da aus dem Query noch rauskommt, sollte dann locker hinpassen. Ja, aber ich glaube, heute schaffen wir es dann doch nicht mehr ganz zu füllen. Schade. Okay, das Loch gehört noch hier im Einzugsbereich. Ich dachte jetzt schon, wir hätten da ein Loch übersehen. Die Nacht ist auch mal wieder dunkel irgendwie. Na, passt noch irgendwo hin? Muss ich sie doch noch mal hier rüber schicken.
Oh, sagt bloß, ihr seid fertig hier langsam. Sieht fast danach aus. So, jetzt dürft ihr wieder dahin zum Quarry und ihr dürft hierhin. So, verschieben wir das gleich noch mal ein Stück. So, und wir sind auf der letzten Schicht unten. Ja, aber ich würde sagen, es ist mal wieder an der Zeit zu speichern. Nehmen wir ein schöneres Bild zum Speichern. Save Override. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.